Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. In letzter Zeit kam ein bisschen weniger, da müsst ihr euch auch noch ein bisschen oder müsst ihr euch ein bisschen dran gewöhnen, denn auch in nächster Zeit wird ein bisschen weniger kommen. Den Grund dafür kennen viele von euch schon, werde ich in diesem Let's Play nochmal näher erläutern. Ich versuche aber immer meine Versprechen zu halten und eins meiner Versprechen war, dass ich auch mal die Solo-Version des O405 fahre. Dem komme ich heute nach auf der Map Lemmental und ihr seht, das hier ist die Uralt-Variante mit Uralt-Kasse. Will ich so eigentlich nicht haben, aber, und da haben viele von euch mich ja darauf hingewiesen, es gibt ja das Handbuch und dadurch kann man im Prinzip alles ändern an dem Bus, indem man einfach auf die einzelnen Dinge klickt. Eigentlich ziemlich einfach und das werden wir jetzt auch mal machen. Destination Display. Ne, das wollen wir nicht. Noch eins. Das ist es. Das wollen wir haben und Doors. Wir lassen die Türen mal so, Hubcaps, also Radkappen, lassen wir auch mal so. Genau, die Curtains, die Vorhänge können wir auch noch hier einbauen. Genau, und ich würde sagen, sonst lassen wir das jetzt einfach mal so. Das ist also unser Bus-Setup und genau, mit dem werden wir jetzt einfach mal die Linie abfahren und uns diesen Bus anschauen. Übrigens, ich muss sagen, ich finde diesen Herrn hier äußerst schick gekleidet. Selbst der wurde noch ausgetauscht. Ja, den Bus haben wir uns ja im Prinzip in der Gelenkvariante schon ziemlich genau angeschaut. Ich muss mal gerade so, dann würde ich sagen, starten wir, indem wir die Bordspannung anmachen. Wir geben hier unsere Linie ein. Wir fahren heute die 5, 6, nee, das ist schon falsch, 4, 5, 6. Und die Route 1 vermutlich. 4, 5, 6, 0, 0. 0, 1. Sieht schon besser aus. Ich glaube, es ist aber falsch. Wir fahren dann vermutlich doch die 0. 6, 0, 0. Zack, 0, 2. So, das sieht besser aus. So müsste es richtig sein. Und jetzt werden wir zusätzlich noch die Matrix einstellen. Lemmental, Zopp, Altstadt. Das ist korrekt. So wollen wir es haben. Machen wir das Licht an, auch wenn es eigentlich gar nicht dunkel ist, aber Safety first. Und dann würde ich sagen, starten wir den Motor. Legen den Gang ein, tun die Haltestellenbremse, nee, die Feststellbremse raus und dann starten wir das Ding. So. Und hier können wir dann noch ein bisschen warten. Wir können auch die Zeit ein bisschen vorstellen. Kommt aber auch jetzt niemand. Das heißt, wir können im Prinzip losfahren. So. Heute ist für mich ein sehr, sehr interessanter Tag. Warum, das werde ich euch erklären. Ihr seht das ja im Moment alles sehr, sehr zeitversetzt. Und das hat seinen Grund, und das habe ich ja am Anfang der Folge schon angekündigt. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das seht, mache ich gerade mein Abitur. Also vermutlich, ich glaube, ich schreibe es noch nicht, aber ich bin gerade mittendrin in den Lernvorbereitungen. Ich glaube, das ist noch dann eine Woche bis zum Abitur.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es 2 Wochen. Also eine Woche versetzt. Geht eigentlich noch. So. Es ist aber jetzt erstmal mein letzter Aufnahmetermin, weil ich mich voll und ganz dann aufs Abi konzentrieren möchte. Und es ist heute ein merkwürdiges Gefühl gewesen. Wir hatten heute unseren letzten Schultag, unseren letzten richtigen Schultag. Danach geht es noch weiter mit den mündlichen, aber es sind nur noch 2 Fächer. Wir hatten ja insgesamt, 6 Fächer, genau. Und die auf einmal nicht zu haben, nicht mehr zu haben, das ist schon merkwürdig. Geburtsstrecke für Schüler, bitte. 1,10. Ja. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Ja, ja, reg dich ab. Kurzstrecke, nee, nicht Kurzstrecke. Entschuldigen Sie. Boah, ich bin total verwirrt. Fahrschein ermäßigt, so. Reagieren Sie auch mal? Jetzt habe ich beides. Entschuldigen Sie. Fahrschein. Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Kurzstrecke ermäßigt. Kurzstrecke Sie. Ermäßigt. Entschuldigen Kurzstrecke, Sie. Normal, normal. Reagieren Sie auch mal? Ah, das ist aber, da liegt ein Fehler vor. Daher. Okay, und dann kriegst du noch 3 Euro. Also ich glaube, ich muss da noch mehr Geld bekommen. 50. So müsste es doch stimmen, oder? Naja, machen wir einfach zack. Wir haben ja noch ein bisschen Verfrühung eben gehabt. Und dann geht's weiter. Ja, ihr seht, ich bin auch ein bisschen neben der Spur. Ich wollte trotzdem ein paar Sachen noch aufnehmen, damit ihr da noch ein paar Folgen habt, damit der Kanal nicht erlahmt während der Abi-Zeit. Ihr müsst auch keine Sorgen haben, danach geht's richtig schön weiter mit neuen Videos, vermutlich dann auch mit den neuen Spielen, die dann in der Zeit erscheinen. Das sollen ja einige sein. Und vielleicht kriegen wir auch noch ein Special hin und dann vielleicht, ich weiß das ja nicht, kann ja auch sein, dass irgendwie ein ganz dramatischer Tag kommt und dann das auf einmal alle sagen, nee, heute mag ich sie nicht mehr, aber vielleicht haben wir dann auch schon irgendwann die 10.000 Abonnenten geknackt, dann da haben wir ja gesagt, da gibt es den nächsten Livestream, da werden wir uns auch dran halten, der wird nicht direkt kommen, aber der wird schon relativ zügig kommen. Ja, also was, das sind so die Überlegungen, aber zurück zur Schule, also das ist halt der Grund, warum im Moment ein bisschen Sparflamme, warum der Kanal im Moment ein bisschen auf Sparflamme läuft. Gefällt uns selbst nicht so, aber es hat jetzt nun mal Priorität, ihr werdet das verstehen, ist ja jetzt auch nur ein Monat ist ja schnell rum. Aber zurück zum Thema, das ich eigentlich ansprechen wollte, letzter Schultag. Es ist so merkwürdig. So. Ich wollte gerne eine andere Fahrkarte haben. Hä? Was wollen Sie denn? Hallo, Entschuldigung. Hallo, das Entschuldigung. Ist doch. Ach, Tageskarte. Hallo, ich hier, gerne so. Haben. Dankeschön. Mensch, den Ticketverkauf muss ich aber nochmal üben hier. Da fürchte ich auch schon wieder die Kommentare. Boah, einige Kommentare in letzter Zeit waren wirklich heftig. Also. Da habe ich mit dem Handbuch zum Beispiel, habe ich ja nicht in der ersten Folge erwähnt. Ich habe das selbst noch nicht so ganz durchblickt. Und ich meine, der Weg über die CTI-Datei ist ja nicht falsch, den hatte ich ja gegeben. Es ist nur übers Handbuch zugegebenermaßen einfacher. Aber da gab es wirklich Kommentare, wieso ich das denn nicht wüsste und so. Ich sage da immer wieder, ich bin auch nur ein Mensch. Wie gesagt, es war ja nicht falsch, die CTI-Datei zu nutzen, um den Bus anzupassen. Und ich bin leider, ich wäre es vielleicht ganz gerne, ich wüsste vielleicht gern alles, aber ich war zu dem Zeitpunkt einfach nicht darüber informiert. Und ich meine, in den Kommentaren, zum Beispiel der Kollege Jaja, der... Hoppala, ich glaube, da hätten wir abbiegen müssen, macht aber eigentlich nichts. Biegen wir schnell ab. Oh. Machen wir so.
Zack. Nee, ist falsch. Müssen wir so fahren. So. Der hat ja auch das in die Kommentare geschrieben und so. Also, man hätte schon drauf kommen können. Ich habe es ja jetzt auch nochmal gezeigt. Es ist ja alles nicht so dramatisch, aber ich finde das immer so ein bisschen unverhältnismäßig oder ein bisschen blöd, wenn man da als in Anführungszeichen Let's Player oder als YouTuber oder so direkt so scharf angegangen wird, nur weil man eine Möglichkeit oder ein Feature nicht gezeigt hat oder sowas. Wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch, also das müsst ihr mir nachsehen. Und ich versuche immer alles möglichst korrekt zu machen. Aber wenn ich eine Option mal nicht weiß, dann ist das halt so. Das also zu meiner Rechtfertigung. So. Zack. Guten Tag. Guten Morgen. Hallo. Oh, will nichts kaufen? Okay, dann können wir weiterfahren. Haben auch nur eine Minute Verspätung, geht also völlig. Aber zurück zur Frage, warum das zieht sich jetzt schon durch die ganze Folge, ohne dass ich immer kam irgendwas dazwischen. Wir bräuchten jetzt mal eine lange Überlandstrecke, damit ich mal erzählen kann. Viele von euch oder einige von euch finden das ja auch immer ein bisschen blöd, wenn ich laber. Aber ich meine, das habe ich schon mal gesagt. Ich mache das einfach so, wie ich das für richtig halte. Die einen interessiert das vielleicht, die anderen nicht so. Genau, letzter Schultag. Da jetzt nochmal zurück zum Thema. Ich bin heute wie bei jedem anderen Schultag auch zur Schule gekommen. Wobei, die ersten zwei Stunden sind ausgefallen, aber das ist egal. Jedenfalls sonst, so vom Feeling her, bin ich wie an jedem anderen Schultag zur Schule gekommen. Und trotzdem, also, das Feeling, als ich dann rausgegangen bin, das war ganz anders. Also es war jetzt nicht irgendwie emotional, dass ich jetzt irgendwie da in Tränen ausgebrochen bin oder sowas. Aber irgendwie, es ist ja irgendwie schon so, also ich bin jetzt 13 Jahre lang auf diese Schule gegangen, bei uns geht das durch. Und wir haben auch noch 13 Schuljahre. Und eine Lehrerin habe ich tatsächlich seit 13 Jahren und auch da hatte ich heute die letzte Stunde. Und ja, die Lehrerin ist schon ziemlich nett und sie ist einfach sympathisch. Sie hat einem auch eine ganz gute Arbeitseinstellung. Hallo, und ja, allgemein, sie ist halt sehr, sehr sympathisch seit 13 Jahren. Und ich glaube, sie war auch heute so ein bisschen schon, ja, sie war nicht den, ja, vielleicht doch den Tränen nah oder so. Jedenfalls wirkte es so, keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich schon, das ist schon merkwürdig. Und als ich aus der Schule rausgegangen bin, dann habe ich es erst realisiert, dass ich das letzte Mal Englisch in meinem Leben hatte, dass ich das letzte Mal Biologie in meinem Leben hatte. Guten Morgen. Ne? Und das ist so, und auch Religion, das war übrigens die Lehrerin, also auf die, also da kann man wirklich nichts Negatives sagen. Die war in allen Jahren sehr, sehr fair, sehr, sehr vernünftig und einfach auch sympathisch. Muss man einfach so sagen. Wie viele andere Lehrer allerdings auch. Ja, und nach 13 Jahren, und wenn man dann aus der Schule rauskommt, dann realisiert man das erst. Und dann stand ich da noch mit einem Freund und einer aus meiner Klasse. Das ist schon merkwürdig. Und wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, dann finde ich es tatsächlich auch irgendwo ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil, also, viele haben ja irgendwie so ein Problem mit Schule und sagen immer, kotzt mich an und so. Und sicherlich Hausaufgaben und sowas. Hä? Habe ich nicht aufgemacht? Ah, ich muss mal kurz. Nimm. Hier. Nee. So.
Okay, das ist natürlich nicht so ganz intelligent. Habe ich im Handbuch noch das mit den Türen? Dann könnte ich das ja gerade mal kurz ändern. Doors. Nee. Jetzt sind das... Nee, das... So, wollte ich sagen. Gut, dann geht das weiter. Habe ich jetzt noch Haltestellenbremse drin? Nee. Ja, also wenn ich das irgendwie so... Sicherlich Hausaufgaben nerven manchmal und sind manchmal irgendwie blöd, aber wenn man so drüber nachdenkt, dass man irgendwie doch sehr, sehr sympathisch Lehrer hatte... Hatte, das ist auch schon so richtig merkwürdig. Also ganz rum ist es ja noch nicht, wie gesagt, aber das, was wir jetzt haben, das ist eigentlich nur noch ein Witz. Und wenn man sich das mal überlegt, das ist schon merkwürdig. Und ich bin gern zur Schule gegangen, also das stehe ich auch zu, aber ich glaube, das sind die meisten aus unserer Klasse. Also auch wenn man sich guten Morgen mit manchen Fächern vielleicht nicht so identifizieren konnte, sage ich jetzt mal, oder nicht so zufrieden war oder sowas, hat es trotzdem irgendwie insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht und man hat die Freunde wieder gesehen und so. Nach 13 Jahren kennt man die meisten auch in- und auswendig, ne? Also das ist wie eine große Familie eigentlich. Und das ist irgendwie schon, das ist schon echt merkwürdig. Aber, ja. Jetzt werden viele von euch in die Kommentare schreiben, was ist das denn für eine... La, was war das denn? Vater Morgana. Da stand doch gerade ein Auto, ne? Das stand da. Ist wieder verschwunden. Viele von euch werden fragen, was ist das denn für eine Schule, wo gibt's denn sowas? Oh, ich will gar keiner raus. Aber das werden wir später nochmal klären. Ja, und auf der einen Seite ist es jetzt natürlich irgendwie so mehr oder weniger vorbei alles. Wir haben die meisten Fächer jetzt nicht mehr, wir haben nur noch einen ganz kleinen Bruchteil der Fächer. Auf der anderen Seite geht es aber jetzt auch erst richtig los. Ab morgen wird richtig viel gelernt. Alles, was man jetzt so fürs Abitur braucht. Und das ist nicht wenig. Vieles kann ich jetzt auch schon. Also eigentlich könnte ich relativ entspannt da reingehen, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel vor den Osterferien jetzt gemacht habe. Sodass ich wirklich eigentlich ganz sicher sein kann, aber man kann ja eigentlich nie genug machen, sag ich mir immer. Und man will ja irgendwie das Beste rausholen, deswegen. Naja, wie es weitergeht und seht ihr in der nächsten Folge und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das jetzt mögt, wenn ich sowas erzähle in der Omsi-Folge oder ob ihr das nicht so mögt oder so. In den nächsten Omsi-Folgen werde ich es mit diesem Bus auf dieser Fahrt vermutlich noch machen. Danach, wenn das vorbei ist, kann ich aber dann drauf eingehen. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn ihr irgendeine Meinung zu diesem Thema habt oder wenn ihr irgendwie eine ähnliche Situation habt oder erlebt habt, dann auch gerne in die Kommentare schreiben. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.